Merhabalar, benim adım Uygar Çağlı. Aslen İstanbulluyum. 17 senedir Avusturya'da yaşıyorum. Doremi Enstitü'de klasik gitar, akustik gitar ve bas gitar dersleri veriyorum. Herkese selamlar. Was habt ihr in den Ferien gemacht? Ich habe neue Lieder gelernt auf YouTube. Wirklich? Ja, Seven Nation Army. Wirklich? Ja, ich habe es sogar noch toll. Ich habe es aufgeschrieben. Ich kann es vorspielen. Aha, sehr gut. Und dann habe ich Lieder probiert, die nicht funktioniert haben. Dann manche. Ich wollte zum Beispiel Fallout Boy spielen. Mhm. Ja, hat nicht funktioniert. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen, sie finden irgendeinen Zugang durch unser Paarunterricht. Sie können auch sich gegenseitig unterstützen. Und wenn zum Beispiel einer schaut, okay, der andere kann das, dann kommt einfach drauf, okay, ich muss dann mehr üben, damit ich auch auf die Niveau komme. Und das ein bisschen unterstützt auch den Ehrgeiz sozusagen. Wir dann mit dem Lehrer E sein. Und das ist der E 5. Okay? Also gut. Wenn man zum Beispiel frisch aus einem anderen Land gekommen ist und sich nicht wirklich gut auskennt, was alles in der Stadt passiert, was alles gibt, eben je nach meinen Interessen, wo kann ich mich wenden, bei wem kann ich beste Informationen oder für mich die richtigen Informationen bekommen. Dafür finde ich zum Beispiel Doremi wirklich eine richtige Adresse. Eine alte Dame geht heute einkaufen. Passt. Vielleicht erklärst du es noch. Okay, machen wir nochmal. Ja. Okay. Eine alte Dame geht heute einkaufen. Das verwenden wir eigentlich, wenn die Leute ganz neu die Seiten lernen, Seitennamen. E, A, D, G, H und E Seiten, eben diese sechs Seiten der Gitarre.